Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 20 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute soll es um Anna Wimschneiders Autobiografie gehen, Herbstmilch. Lebenserinnerungen einer Bäuerin. Das ist das letzte Buch, was ich in dieser Reihe besprechen möchte. Und es ist ein wichtiges Buch, was diese Reihe auch würdig abschließt. Wir haben in 19 Sitzungen berühmte historische Persönlichkeiten kennengelernt. Politiker, Philosophen, Theologen, einen königlichen Arzt, einen berühmten Schriftsteller, einen Eroberer, Helden und Heldinnen, Opfer und Täter und Wissenschaftler, Naturwissenschaftler. Ein großes Spektrum von berühmten historischen Persönlichkeiten, die selbst ihre Lebensgeschichte niedergeschrieben haben oder literarisch verarbeitet wurden in Romanen oder romanähnlichen Erzählungen. Und heute steht im Mittelpunkt eine ganz andere Person, eine Person, die historisch, wenn man so will, nicht wichtig gewesen ist. Eine einfache Frau, eine einfache Bäuerin. Und ich möchte diese Reihe historisch berühmter Persönlichkeiten eben abschließen mit den Fragen eines lesenden Arbeiters, wie Brecht eines seiner Gedichte 1935 betitelt hat: Wer baute das siebentorige Theben? So beginnt dieses Gedicht. Sind es immer die berühmten Männer, Frauen, vor allem Männer, die genannt werden, Cäsar, Alexander und Napoleon, oder sind es nicht vielmehr die vielen namenlosen Menschen, die all diese historischen Geschehnisse haben ertragen müssen und aktiv gestaltet haben? Und so möchte ich eben zum Abschluss eine ganz einfache Frau Ihnen vorstellen, eine einfache Bäuerin, in deren Leben nichts, wie soll man sagen, Weltbewegendes passiert ist, aber sehr viel Bewegendes. Keine Erfindungen, ihr Leben hatte keine Auswirkungen auf die politische Geschichte. Sie hat ein einfaches und hartes Leben als Bäuerin geführt, ein, wenn man so will, unbedeutendes Leben, aber kein Leben ist unbedeutend, sondern es war ein bedeutendes Leben, was sie geführt hat. Und sie ist eine Heldin des Alltags, man kann es gar nicht anders bezeichnen. Also, nach so vielen bedeutenden historischen Persönlichkeiten eine Frau, die historisch nicht wichtig geworden ist, aber sie soll das letzte Wort haben. Und von ihr soll es heute gehen. Anna Wimschneider, ich nehme wieder, was man an Biografischem über sie auch im Internet findet, wurde geboren am 16. Juni 1919 in Pfarrkirchen, Niederbayern. Geborene Traunsburger, verheiratete Wimschneider und gestorben ist sie am 1. Januar 1993 eben dort. Sie war das vierte von 9 Kindern. Mit 8 Jahren verlor sie ihre Mutter, die im Kindbett starb. Von nun an musste Anna die anderen Kinder mit großziehen. Sie musste im Haushalt aushelfen, den Haushalt führen und das war ein hartes, hartes Leben. 1939 heiratete sie dann den Bauern Albert Wimschneider, der bereits nach 11 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen wurde und schwer verwundet aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrte. Sie hat die Landwirtschaft ihres Mannes geführt und zeitweise 2 pflegebedürftige Onkel der Familie betreut, eine Tante und eine Schwiegermutter, und sie alle haben ihr das Leben eigentlich weitgehend auch zur Hölle gemacht. Sie bekam mit ihrem Mann 3 Töchter,
und hat dann 1985 ihre Autobiografie herausgebracht. Das heißt, sie hat es erlaubt, dass ihre Aufschriebe, die sie allein für ihre Familie getätigt hat, in ein Heftchen geschrieben hat, die durch Zufall in die Hände eines Verlegers gefallen sind. Diese Autobiografie wurde 1985 veröffentlicht und hat sie berühmt gemacht. 3 Jahre später wurde dann ihre Autobiografie verfilmt und auch das hat sie noch berühmter gemacht. Sie hat dann auch mit diesem Buch Geld verdient und war eine Frau, die dann in vielen Interviews immer wieder befragt worden ist zu ihrem Leben. 57 Auflagen bis 1995, also innerhalb von 10 Jahren, das ist enorm viel. Sie hatte noch mal ein zweites Buch veröffentlicht 1991 und starb kurze Zeit später im Alter von 73 Jahren nach einem Schlaganfall. Sie wurde auf einem Friedhof in München beerdigt und ihr Mann, der 2005 gestorben ist, wurde im selben Grab bestattet. 1990 erhielt sie den Bayerischen Poetentaler der Münchner Turmschreiber und das Bundesverdienstkreuz am Bande. Also sie hat dann auch Ehrungen erfahren. Das Buch Herbstmilch, aus dem ich Ihnen dann auch einige Stellen vorlesen will, ist ein autobiografischer Bericht dieser Bäuerin. Sie schildert da ganz genau ihre Kindheit, dann ihr Leben bis ins hohe Alter hinein. Und der Titel des Buches ist entnommen einem Begriff für sauer gewordene Milch, die sich nicht mehr zum Verkauf eignet und die von der eigenen Familie dann verzehrt wird, auch in Form einer sogenannten Herbstmilchsuppe. Wie gesagt, Anna Hülmschneider hat ihre Erinnerungen nur für ihre Familie aufgeschrieben, in einer, wie es heißt, vierwöchigen Arbeit in zwei Schulhefte. Durch Zufall gelangte dieses Manuskript in die Hände des Piper Verlages und der Piper Verlag hat Wim Schneider überzeugen können, dass das Buch herausgebracht werden sollte. Sie bekam an zur Seite gestellt eine Frau, Katrin Meschkowski, und die hat das Buch in gewisser Weise noch umgeschrieben, das heißt bearbeitet. Und darum soll es auch im Folgenden gehen, weil es geht auch bei diesem Buch darum, wie authentisch diese Aufschriebe sind. Dieses Buch ist so großartig geschrieben, in so einer einfachen Prosasprache, die aber unheimlich eindrücklich ist. Und man hat einfach sich gefragt, wie kann das sein, dass eine so einfache Frau so eine Sprache hat, so ein Werk schreibt und wie authentisch ist denn dieses Buch oder ist es nicht vielmehr gefaked von der Bearbeiterin so aufgearbeitet worden, dass es dann eben ein Bestseller werden konnte? Nun, die Frage nach Authentizität, die stellte sich ab den 70ern und frühen 80ern ganz verstärkt an auch ein wissenschaftliches Publikum. Ich habe damals noch meine Doktorarbeit geschrieben am Historischen Institut in Stuttgart. Und ungefähr in dieser Zeit gingen wir immer mehr dazu über, wir Historiker, zu Tonbandaufnahmen von sogenannten Zeitzeugen, also Menschen, die nichts schriftlich hinterlassen hatten, aber die wir befragt haben zu ihrem Leben. Oral History, das war eine Bewegung, die damals um sich griff und man suchte verstärkt nun nach Zeugnissen von Menschen, die eben nicht durch ihre literarischen Werke oder sonstigen Schriftzeugnisse berühmt geworden sind, sondern die das einfache Alltagsleben,
der jeweiligen Zeit geprägt haben und miterlebt haben. Man interessierte sich ab den 70er Jahren, das war auch die Zeit, wo es dann zu ersten Krisen in den Industrieländern kam. Denken Sie an die Ölkrise Mitte der 70er Jahre. Man war stark interessiert auch an dem ländlichen Leben. Die neue ökologische Bewegung, die Grünen, das kam langsam auf und so interessierte man sich dann eben auch für das Leben so einer Bäuerin, sodass sie, als sie ihr Buch publizierte, als es herauskam, auf großes Interesse stieß. Das Interessante an dem Buch war nun auch, dass es mit dem Idyll des Landlebens aufräumte. Wim Schneider berichtet in ihrem Buch von Ungerechtigkeiten, Erniedrigungen, von einem harten Leben, einem Leben, das sie, wenn sie nochmal wiedergeboren würde, ganz bestimmt nicht mehr als Bäuerin führen wollte. Von ihrem, von einer Harmonie des Menschen mit der Natur kann keine Rede sein. Ich werde Ihnen auch dann so ein Textbeispiel bringen. Auch die Liebe zu den Tieren ist nur eine sehr eingeschränkte. Sie sind eben vor allem auch nützliche Lebewesen. Von Harmonie in der Familie, von dörflicher Harmonie kann schon überhaupt nicht die Rede sein, sondern von Unterdrückung und Erniedrigung und auch viel Hass und hartem Leben. Die Rezensenten interessierten sich nun genau dafür. Beispielhaft möchte ich Ihnen die Rezension aus den Nürnberger Nachrichten von 1984 vorlegen. Das ist eben eine sehr frühe Rezension. Durchgestanden unter niederbayerischem Bauern räumt dieser ungeschminkte Lebenslauf auf mit Blut- und Bodenklischees, entlarvt bäuerlich-patriarchalischen Kosmos als ein Bestiarium körperlicher Mühen, seelischer Plagen, wirtschaftlicher Nöte und sozialer Unstimmigkeiten. Das war eine sehr treffende Rezension und sie machte eben in der Euphorie der 80er auch für das natürliche Leben auf dem Lande, damit machte sie Schluss. Die große Frage, die die Rezensenten an das Buch hatten, war, wie authentisch ist es eben? Wie stark hat Mischkowski in Wim Schneiders Sprachstil eingegriffen? Und es stellte sich heraus, dass das weniger der Fall war, als man zuerst annehmen konnte. Sie hat als eigentlich den Sprachstil beibehalten. Sie hat manche Dialektbegriffe erklärt oder erläutert. Sie hat auch Eingriffe in die Chronologie gemacht. Aber damit ihren geglätteten Sprachstil mit dem ungeglätteten Sprachstil Wim Schneiders vermischt. Aber es ist dennoch ein sehr authentisches, wahrhaftiges Buch geworden, das Wim Schneiders O-Ton sehr gut wiedergibt. Und wie ich gelesen habe, hat man dann eben festgestellt bei den Lesungen von Wim Schneider, dass sie das, was sie im Buch beschreibt, wortwörtlich in ihren Lesungen wiedergibt, also die Authentizität des Textes ist schon gegeben. Die Interviewenden zeichnen auch ein Bild von ihr, das sie wirklich als Bäuerin zeigt, wie sie die Hühner im Stall hütet und Stachelbeeren einmacht, wie ich gelesen habe, dass ihr das also eben viel wichtiger war als die Verlagstermine und die Signierstunden.
Das Interessante ist nun die Frage, warum hat sich die Frage nach der Authentizität genau zu diesem Zeitpunkt, genau in dieses Buch gestellt? Das ist schon eine interessante Frage und trifft eben den Tenor auch dieser Season Geschichte und Fiktion. Seltsamerweise, oder vielleicht auch nicht seltsamerweise, hat man nie Wim Schneiders Text in den Rang von Literatur erhoben. Ihre Sprachgewalt wurde sozusagen nie literarisch gewürdigt, die Metaphern, die sie verwendete, die Spannungsbögen, mit denen sie auch ihre Geschichten aufbaute, das wurde nie Thema, sondern es ging eigentlich immer nur darum, ob dieser Text den O-Ton Wim Schneider einer Bäuerin wiedergibt oder nicht. Und das ist doch eine interessante Geschichte, weil wir natürlich auch in dieser Season so viele Autobiografien uns angeschaut haben. Und diese Frage wurde nach der Authentizität wurde in dem Sinn eben nie gestellt, weil man von vornherein wusste, dass ein Text, den ein Rousseau schreibt, ein Augustin oder ein Abelard oder wer auch immer es war, den ich Ihnen vorgestellt habe, hohe literarische Qualität hat, dass diese Autoren eingegriffen haben in den ursprünglichen Text, dass sie ihn literarisch aufgearbeitet haben. Aber bei der Wim Schneider war man sich eben nicht klar, wie weit wurde der Text im Nachhinein bearbeitet oder wie stark ist er wirklich O-Ton einer Person. Ich lese Ihnen einzelne Stellen vor, die ein bisschen einen Einblick geben in ihr Leben und wie sie schreibt. Sie sollten das Büchlein wirklich lesen, es ist sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, weil sie eben auch eine Zeit beschreibt, 1919 geboren, das ist kurz 9 Jahre, nachdem meine Mutter geboren wurde, die in einer Großstadt groß geworden ist, in einem künstlerischen, familiären Bereich, das vollkommen anders ist. Und man wirklich sieht, wie das Leben der eigenen Vorfahren und ihr Leben total parallel verliefen, gar keine Verknüpfungspunkte da sind. Und man wieder einmal begreifen lernt, dass jeder von uns in einer Bubble lebt und wir den nächsten Nachbarn in seiner Bubble gar nicht kennen. Also, hier eine kleine Geschichte aus ihrer Kindheit. Wenn ich dann recht fleißig war, sagte der Vater, wenn du ganz fleißig bist, kriegst du ein Radl. Und eine neue Hose kaufe ich dir auch. So eine musst du dann ja haben. Wenn du schnell fährst, reißt dir der Wind den Kittel in die Höhe. Da sieht man sonst alles. Das habe ich mir alles vorgestellt und ich konnte es gar nicht erwarten, bis es soweit war. Aber es sind noch viele Jahre vergangen. Dann habe ich ein gebrauchtes Rad bekommen und eine neue Hose auch. Die würden junge Leute heute einen Liebestöter nennen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Als ich dann einmal nach Neuhofen fuhr und zurück, ging es ein bisschen bergab. Und da habe ich daran gedacht, was der Vater einmal gesagt hat. So probierte ich das aus. Plötzlich wurde die Kiesstraße immer dreckiger und mir riss der Wind den Rock hoch. Ich wurde immer schneller, dann waren die Wagengeleise und Pferdespuren. Ich konnte nicht mehr bremsen und flog mit aller Wucht an einen alten Birnbaum an der Straße. Ach du lieber Gott, war ich froh, dass es niemand gesehen hat. Das Rad war verbogen und mir ist alte Rinde von dem Birnbaum ins Gesicht gefallen und stecken geblieben. Blut tropfte von meinem Gesicht auf das Kleid. Ich musste das Rad heimschieben. Die Geschwister haben mir die Rinde aus der Haut gezogen und der Vater hat mich recht geschimpft und gesagt, wenn du so dumm bist, ist es um dich nicht schade. Eine andere Geschichte.
wie sie Albert, ihren Mann, kennenlernt. Nun trafen wir uns jeden Sonntag und blieben befreundet. Nach der Kirche gingen wir in ein Gasthaus und aßen immer Schweinswürstel mit Kraut. In eine Konditorei gingen wir auch. Wir hielten uns bei den Händen und waren sehr glücklich. Und ich wartete schon wieder auf den nächsten Sonntag. Er kam auch zu mir ans Kammerfenster. Später hat er sogar mit mir schlafen dürfen. Es war ein großes Erlebnis und ich mochte ihn immer lieber. Eines Abends war ein altes Radschweib bei mir und es war abgemacht, dass Albert kommen wird. Am Hauseck war eine große Hollerstaude. Unter dieser wartete er stundenlang, aber die Alte ging nicht. Über ihm in den Zweigen hatten sich Hühner zur Nacht eingerichtet. Die ließen von Zeit zu Zeit etwas fallen und in der Dunkelheit konnte er nicht ausweichen. Da verwünschte er die Alte, dass auch sie, wenn sie heimkommt, nicht in ihr Haus hineinkommen soll. Endlich ging sie doch und musste tatsächlich im Heu schlafen, weil ihre Kinder in so tiefem Schlaf lagen, dass sie ihr nicht aufmachten. Etwas über ihren Tagesablauf als erwachsene Frau im Hause ihres Mannes bei ihrer Schwiegermutter. Um 2 Uhr morgens musste ich aufstehen, um zusammen mit dem Magd mit der Sense Gras zum Heuen zu mähen. Um 6 Uhr war die Stallarbeit dran, dann das Futter einbringen für das Vieh, im Haus alles herrichten und wieder hinaus auf die Wiese. Ich musste nur laufen. Die Schwiegermutter stand unter der Tür und sagte laut: »Dirndl, warum bist du Bäuerin geworden?« Sie aber tat nicht. Und dann noch eine Szene, die auch zeigt, wie hart die Menschen zu ihr waren, was sie ausgestehen hat müssen im Hause ihrer Schwiegermutter, als der Mann noch nicht da war. Als dann Albert Wimschneider nach Hause kam, wurde das Leben für sie einfacher. Aber nun kam er einmal aus dem Krieg zurück für eine kurze Pause und schon wurde sie schwanger. Nun war ich schwanger. Als meine Schwiegermutter das merkte, beschimpfte sie mich aufs Ärgste. »Du allein bist schuld, nur du wolltest das Kind. Der Albert wollte gewiss keins und dir werde ich lauter Herbstmilchsuppe geben. Du solltest verrecken müssen bei der Entbindung und du hast mir meinen Buben genommen. Aber ich habe mich auf das Kindlein gefreut. Wir hätten es uns ja gemeinsam gewünscht. Drum sagte ich zu ihr: »Mutter, ich habe es ja nicht allein gemacht.« Da konnte sie nichts mehr sagen. Die Monate vergingen und immer wieder musste ich die bösen Worte hören. Eines Tages musste ich aufs Feld, um die Kartoffeln mit dem Pflug anzuhäufeln. 4 Wochen waren es noch bis zur Entbindung. Da gingen mir die Ochsen durch. Weil ich die Leine um die Hand gewickelt hatte, konnte ich mich auch nicht frei machen. Und so schleppten mich die Ochsen, ich war zu Fall gekommen, quer über die Furchen, gut 100 Meter weit auf dem Bauch dahin. Hinter mir den Pflug, der mich unweigerlich erfasst und schwer verletzt hätte, wenn ich losgekommen wäre. Endlich ging es bergauf und meine einzige Rettung war, dass die Ochsen nun langsamer wurden und ich auf alle Fälle auf die Beine kommen musste, um sie anzuhalten. Mit aller Kraft raffte ich mich schnell auf und nun konnte ich sie in einem Bogen zwingen, sodass sie im Kreis liefen und schließlich anhielten. Ich sah furchtbar aus. Erde, Gras, Kartoffelstauden, alles hing an mir herab. Meine Schürze war zerrissen, Hände und Arme aufgeschrammt. Es war schrecklich. Ich dachte an mein Kind und hatte Angst. Aber nun ergriff mich ein wilder Zorn. Und ich zwang die Ochsen erst noch zur Arbeit auf und ab das Feld, immer wieder, bis ihnen die Zunge heraushing und sie schweißnass waren. Auch als schon Feierabendzeit war, hörte ich noch nicht auf, bis alle Furchen geackert waren. Als wir endlich heimkamen, erschraken doch alle sehr, wie ich aussah. Sie konnten nicht verstehen,
das ich nicht aufgegeben hatte. Hier ein Bild von ihr. Anna Wimschneider, Herbstmilch, Lebenserinnerungen einer Bäuerin.